Am 15. Juni feiert Walross Junge Thor seinen zweiten Geburtstag. Und er hat einiges dazugelernt. Bei jeder einzelnen der täglichen Fütterungen üben Pfleger und Walrosse das sogenannte Medical Training, damit die Tierpfleger ihre schwergewichtigen Schützlinge sicher unter Kontrolle haben. Die Hand ist unser Target sozusagen. Damit haben wir dann angefangen, dass er das berühren muss mit der Schnauze, um ihn halt so stationieren zu können, dass er auch natürlich lernt abzuwarten und sowas. Das ist überhaupt recht schwer für die und für so einen kleinen Ungeduldigen erst recht, nicht wahr? Die intensive Beschäftigung mit den großen Säugetieren dient auch der engeren Bindung zwischen Mensch und Tier. Deshalb ist die Bandbreite der Kommandos groß und beinhaltet auch einige Spaßeinheiten. Das Pfeifen ist quasi unsere Brücke, wie man es vielleicht auch vom Hundetraining beim Klicker kennt oder so. Das bedeutet für ihn, er hat es gut gemacht oder das war richtig, löst gleichzeitig dann auch das Kommando auf und er weiß, dass er dann einen Fisch dafür bekommt, sozusagen. Genau. So, Thor, steckst du einmal deine Zähne. Genau, da kann man dann so ein bisschen Zahnkontrolle hier machen. Man sieht seine Stoßzähne. Auch wenn alle sichtlich Spaß am Training haben, dient es vor allem medizinischen Zwecken. Thor soll sich ruhig anfassen und vom Tierarzt untersuchen lassen. Die Blutabnahme, die in der Flosse vorgenommen wird, zählt ebenso zu diesen Zielen wie die Hautuntersuchung oder die Zahnkontrolle. Hagenbecks ältestes Jungtier entwickelt dabei einen ganz besonderen Ehrgeiz. Er ist ein Musterschüler, also ich kann ja vielleicht auch mal zeigen. Wir haben ihm nämlich beigebracht, weil wir das so lustig fanden von der Reise, die gekommen ist, dass er die Finger ablutschen kann. Nee, guck mal hier, aufpassen. Ja, hi. Das hat er quasi fast an einem Tag gelernt. Und wenn man das mal vergleicht mit der Polossa, das ist ja ein ausgewachsenes Weibchen, was wir haben, die hat fast eine Woche dafür gebraucht. Da die Walross-Familie bei Hagenbeck inzwischen aus 6 Tieren besteht, ist es besonders wichtig, sie auf Kommando in das Wasser zu schicken und auch wieder herauszubekommen, um sie vielleicht in das Nachbargehege delegieren zu können. Das geht auch ohne Schimpfen vielleicht. Aber das ganz persönliche Lieblingskommando von Tierpflegerin Lisa Voss und Walross-Junge Thor ist das Schämen. Und zwar beidflossig.